Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, romantischen Abend. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und ja, die Patch-Chance kam früher als gedacht, deswegen müssen wir jetzt eine Challenge machen. Ich weiß, viele von euch hassen mich dafür, aber ich habe diese unglaublich leckere Boston-Wagner-Pizza, die hier komplett rausgekromert wird. Ist auch gar nicht so schlimm, ist mit richtig lecker so hier Schmelzkäse und so, ne? Deswegen, ich werde die nicht essen. Ich muss jetzt sofort vorher noch die Patch-Chance durchmachen. Deswegen müssen wir richtig Gas geben. Ja, hier sind auf jeden Fall einige richtig krasse Sachen dabei, habe ich mir gedacht. So, fangen wir an mit Aatrox. Aatrox aktuell schwieriger Champ im Competitive-Bereich. Ich habe jetzt ein paar Mal gecastet, habe ich das immer gesehen. Wird permabanned, super, super stark. Ja. Aktuell ist es so, dass er jetzt genervt wird, vor allem im Early Game. 30 AP weniger ist super viel. 10 weniger Damage nur auf der ersten Instanz ist jetzt gar nicht mal so krass. Und ein bisschen weniger Damage an Minions. Das ist okay. Außerdem wird von seinem Umbral Dash, also seine E, das was er auch als zweites maxt, 4 Sekunden im Early Game draufgepackt. Das heißt, er, das ist schon massiv, muss man sagen. Dafür im Late Game 4 Sekunden weniger. Ja, hier ebenfalls 5% mehr Total Attack Damage, was er durch World Ender bekommt. Ja, im Prinzip muss man sagen, das ist alles, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil er wirklich gerade im Early Game stark ist, wird oft mit Smite in Mitte gespielt, cleart die Minions super schnell weg, deswegen sind das gute Änderungen, wobei ich denke, dass 10 weniger Damage ein bisschen wenig ist, also ich denke, für die Buffs, die er im Late Game bekommt, hätte er ruhig noch ein bisschen, aber, naja, auch der hier 4 Sekunden mehr ist schon massiv. Ja, Fizz, meine Freunde, viele von euch mögen Fizz, ne, eigentlich spielt keiner Fizz, außer eine Person, die ich kenne. Das Ding ist, Fizz, ja, irgendwie, es gab ja mal vor Ewigkeiten einen Assassin-Rework, ja, dass Assassins ihre Ziele nicht so schnell töten sollen, ja, damit man mehr Reagierzeit hat. Und jetzt sagt Riot genau in diesem Text, ja, es ist doof, dass sie so viel Reagierzeit haben, das fühlt sich scheiße an. Ja, natürlich fühlt sich das scheiße an, aber bei LeBlanc jetzt gewonnen zu werden, fühlt sich genauso scheiße an wie damals. Das Ding ist, sie reverten das also so wieder so ein bisschen. Man hat nicht mehr diese W, die man nochmal aktivieren kann, wenn das Siegel hochgelaufen ist. Sondern, wenn du die W jetzt sofort aktivierst, macht sie etwas mehr Damage als vorher. Das heißt, ihr macht jetzt im Early Game 20 Damage. Das ist okay tatsächlich. Und im Late Game auch 20 Damage. Ja, also, ja, da wird es leider nicht mehr. Ability Power ist immer noch gleich. Außerdem wird der Cooldown deutlich reduziert. Ja, das heißt, 3 Sekunden weniger. Ist okay, wobei man im Early Game ja eh immer nur für einen All-In geht. Im Early Game wird er das nicht viel bringen, muss man sagen. Dennoch ist das natürlich nett. Ne? Ist nett, vor allem im Late Game, 3 Sekunden weniger. Wobei, auch hier bringt das, glaube ich, nicht unglaublich viel. Er hat immer noch diesen Reset-Effekt. Das heißt, wenn du jemanden, zum Beispiel einen Minion, tötest, dann wird es auf eine Sekunde runtergesetzt. Und du hast jetzt, das ist neu dabei gekommen, den Effekt, dass wenn du mit deiner W ein Ziel nicht tötest, aber angreifst, ja, zum Beispiel 100% und es droppt auf 80, dann hast du für die nächsten 5 Sekunden On-It-Damage. Ja, es sind 10 bzw. 30 plus 0,3 für 5 Sekunden. Das ist also quasi, was mehr oder weniger neu dazugekommen ist. Du machst mehr Damage direkt und hast danach die nächsten 5 Sekunden mehr Auto-Attack-Damage. Die Blutung ist gleich geblieben, dafür fällt aber komplett der W-Kram weg mit dem Siegel. Und ich muss persönlich sagen, ich finde die Änderung, ich kann das verstehen, dass es kacke ist, darauf warten zu müssen, aber ich glaube, dass das insgesamt ein Nerf ist. Schätze ich jetzt einfach mal so ein, denn wir haben jetzt 20 mehr Damage bekommen und vorher, ja, du musstest etwas warten, aber dann hast du eine unglaublich verdreifachte, massive W gehabt, die einfach unglaublich viel, die hat locker 200, noch irgendwas, 40, 50 Schaden gemacht, wenn du die W ausgelöst hast. Und jetzt hast du halt ein bisschen mehr Damage drauf und die nächsten Sekunden per Auto-Attack. Ich meine, entweder direkt viel Damage oder nicht direkt viel Damage. Was ist denn das hier für eine Aussage? Das, was die jetzt hier gemacht haben, ist, hey, du machst direkt ein bisschen mehr Damage und dann die nächsten 5 Sekunden. Dann kann ich auch eben die 2 Sekunden auf das Siegel warten und dann 3000 Schaden machen. Dann habe ich, also ich spiele aktuell nicht so viel Fizz, vielleicht schätze ich das Ganze auch falsch ein. Ich habe ihn nicht auf dem PB gespielt, aber wenn du die Ultimate drauf machst und dann mit deiner E, dann kannst du auch direkt die W-One-Shot-Kombo machen. Das reicht. Also ich halte für On-Hit, das Einzige, was ich hier drin sehe, ist, dass Tank-Fizz wieder gespielt wird. Leute, es wird wieder Tank-Fizz gespielt werden. Ich call's jetzt an dieser Stelle schon mal. Keine Ahnung, ich kann, sagt mir gerne eure Meinung. Jinx wird ein bisschen gebufft, ja, damit die ein bisschen mehr Power hat. Bei Karma ist es so, dass sie, ja, sie hat mehr Q-Splash-Damage, das heißt, es trifft besser mehr Minions drumherum, hat aber dafür weniger Damage im Early-Game, um natürlich die Ultra-Pros ein bisschen runterzuhalten, hat mehr Mana-Rack, aber kriegt mehr, weniger Mana per Level dazu und deutlich mehr Armor. Das ist cool, um sie ein bisschen besser wieder reinzubringen.
Ja, Xeon wird wieder ein bisschen reverted, was seine Nerfs angeht. Er wurde ja damals genervt, nur wegen dem Ban of Command. Meine Pizza wird kalt. Und weil Ban of Command jetzt weg ist, hat man gesagt, okay, die Nerfs können auch wieder weg. Twitch kriegt 40 AP mehr. Das klingt zwar echt nicht viel, aber 40 AP mehr im Early Game, das ist unglaublich krass. Leute, wenn ich euch sage, das ist super krass. So, jetzt kommen wir zu Buffs und ich muss sagen, Ahri, ich bin so ein... Also, ich könnte mir tatsächlich immer und immer mal wieder in meinem Leben vorstellen, Ahri zu mainen. Und die E ist wirklich katastrophal. Ja, dass sie 85 Mana kostet, das geht gar nicht. Ne? Kostet jetzt nur noch 70, ist immer noch sau viel, aber ist okay. Und hat jetzt auf Stufe 1 1,4 Sekunden. Das ist massiv. Das ist massiv. Ahri ist aktuell nicht so gut. Ich würde mich da sogar sehen, dass ich mal jetzt mehr Ahri wieder spiele. Ich sehe mich da, Leute. Spellbinder Ahri. Ich glaube, das ist meine... Ah, ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die Stacks sind relativ kacke zusammen. Aber ich glaube, das werde ich mal austresten. Ne, 0,4 Sekunden, das ist super gut. Auch Cassiopeia. Mehr Q-Damage, 20 mehr Damage im Late-Game und 0,1er Scaling. Massiv. Nein, ich meine das so, wie ich sage. Ist keine Ironie. 0,8er Scaling ist das GG. Ich kann mich aber noch an die alte Cassio erinnern, die dich mit einem Q getroffen hat und dir einfach 700 Damage gemacht hat im Late-Game. Das waren noch Zeiten, Leute. Vielleicht könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Corki, 40 Damage mehr auf Stufe 1. Und er nimmt nicht 0,5 pro Stack weg, sondern 1 an Rüstung und Magie-Essenz. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber massiv. Corki ist wieder in dem Midlane viable. Massiv. GG. Ich meine... Muss man immer sofort übertreiben, hätte man nicht sagen können, erstmal 20 Damage, vielleicht 30. Ich sag euch, die Champions werden wieder hier instant broken werden und alle werden wieder... Nasus. Bisschen mehr Lives im Early Game, bisschen mehr Lives im Late Game. Ich hasse Nasus, Nasus will ich nicht gegen spielen, deswegen hasse ich diese Änderung. Pantheon, finde ich, ist eigentlich stark genug im Jungle. Er kriegt jetzt 8% mehr Bonus-Attack-Speed und ein bisschen mehr Damage auf seiner W. Das hilft ihm natürlich auch... Ja, auf der Top-Lane, muss man sagen. Ich finde die Änderung nicht gut. Ich weiß, dass Tarzant, ich weiß nicht, ob er immer noch Rang 1 in NA ist, aber er ist Jungler und er hat immer Pantheon gespielt. So schlecht kann er nicht sein. Aber ist okay. Ansonsten Rek'Sai, ja. Bei Rek'Sai ist interessant, sie kriegt erstmal überall fette AD-Ganks dazu. Sie hat jetzt 200% auf der Ultimate. Auf jeden Fall, aber das ist auch so ein bisschen, dass du sagen kannst, du musst nicht ganz so viel AD bauen, um trotzdem guten Damage zu haben. Aber man muss mal hier überlegen, diese Ult, wo Rex herauskam, hatte irgendwie 1,2. Ja, das wurde richtig überkrass übertrieben. Ja, sie wäre weniger cool auf der Q, das ist komplett GG, dadurch kann sie einfach permanent reinpushen. Vel'Koz... 0,2 AP Scaling drauf. Das sind 20% Punkte. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ist es nur, weil jetzt eine Woche mehr keine Patches rauskamen, heißt nicht, dass ihr jetzt jeden Champion broken machen müsst. Was ist das? Warum? Vel'Koz ist stark genug. Ich kann mich an eine Szene erinnern, in dem Vel'Koz, ich war Diana, ich stand vor ihm. Wir waren beide Level 6 und ich war full life. Er hat nur R gedrückt und ich bin weggelaufen. Ich bin nur an seiner R gestorben. Mit Level 6 Diana. Er hat nur R gedrückt. Ich bin beim Weglaufen gestorben. Das war lustig, nicht? Ja, Vayne hat letztens schon ihre W gebufft bekommen. 14%. Stell dich mal vor, ihr kriegt eine Passive ab und verliert einfach mal 14 fucking Prozent. Ja, weil weniger Cooldown, 20 Sekunden. Das ist super krass. Das ist super krass. Also, das ist wirklich krass. Ja, Gravity Field. Ich habe bei LS mitbekommen, dass er sagt, er hat ironisch gemeint, dass es ihm nichts bringen wird. Ich kann verstehen, dass andere Sachen geiler gewesen wären, aber ich kann ebenfalls verstehen... Also ich glaube, das ist schon gut. Wenn du das Ding besser weiter platzierst... Ich glaube, das ist so schlecht ist es gar nicht, wie er gesagt hat, glaube ich. Ich meine, das ist deine Trap. Und wenn du die richtig noch hinter dem Gegner in seinen Weglaufweg platzieren kannst, ist das, glaube ich, echt nicht verkehrt. Offensiv geil, defensiv scheiße. Also der Buff. Mundo ist gerade überbroken, wird auch übel für im Competitive gepickt. Ja, hat jetzt weniger, kriegt weniger AP zurück, wenn er jemanden mit dem Cleaver trifft, nur 40%, aber trotzdem verdoppelt. Naja, aber ist dann jetzt auch verdoppelt, 80% zu 100%. Rakan, auch super stark, wird ebenfalls genervt, mehr Cooldown auf seiner komischen Feder, die sowieso komplett komisch ist, und mehr Cooldown auf seine Ultimate, das hält sich aber nur um Grenzen. Wenn ihr Rakan maint, könnt ihr immer noch spielen. Die Feder im Late Game, das ist doch... Mal jetzt kurze Frage an euch Rakan mains. Die Feder im Late Game ist nice to have, aber erstens braucht man die, glaube ich, nicht auf Cooldown. Also, ja, also klar, wenn du so zweimal hast, ist cool, aber ich spiele auch nicht Rakan wegen der Feder. Aber, na, ist okay.
Naja, ist okay. Sejuani von 2 Sekunden Stun auf 1,5. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich finde den Nerf richtig krass. Also 0,5 Sekunden weniger auf der Ultimate, wo du wirklich eh nur das Ziel triffst, beziehungsweise einfrierst, was du getroffen hast. Ja, damals hat der alle eingefroren, jetzt nur noch das. Weiß ich nicht. Twilight Assault, Leute. Von 35% auf Stufe 1 auf 15%. Und das, na klar, ist der Spell, den du als erstes machst, deswegen kommt es mit Level 9, aber. Müsst ihr gleich so übertreiben? Demon Flare. 1,300, das sind 135% eurer AP werden verwertet auf 105%. 30% weniger. Ich weiß, Swain ist gerade sehr, sehr stark, aber je mehr ihr die ADKs zurückbringt, wie ihr es oben mit Jinx und Vayne gemacht habt, umso mehr werden die Leute oder umso weniger werden die auch Swain spielen. Und ihr müsst den Champion nicht gleich zerstören. 30% Punkte weniger AP-Gang. Seid ihr denn komplett. Was? Talon. Talon ist aktuell super stark. Stimme ich absolut überein. Aber 40 Damage weniger im Late Game. Sag mal, was ist denn 40? Also auf den Gegner. Ja, also in einem All-In-Fight auf einen Gegner und Champion ist das okay. Aber wie soll ich denn jetzt meine Wave clearen? Ich brauche. Für alle, die sagen, Tiamat, Tobi, ja oder nein, jetzt ja. Ja. Jetzt ja. Jetzt brauchst du ein Team. Damals haben die Viecher mit 5% überlebt. Jetzt stehen die dann mit, du machst deine Weder durch und haben 90%. So gefühlt. Wie ich Talon genervt hätte, ich hätte einfach seinen Passive Damage reduziert. Der ist super krass, hätte ich. Oder sein Scaling da drauf. Irgendwas, aber. Wukong, 40 Damage weniger. 40! 40! Ja, schön, schön, schön. Zoe! Ne, erstmal 10 Prozentpunkte runter und dann hier nochmal schön von 255. Ne, schön auf 195 runter. Top. Schön mal 60 Damage runternehmen. 60 Damage. Ich glaube, ich werde langsam wirklich verrückt. Aber diese Patchnotes, die. Also, die bringen einige Champions komplett unten absolut in den Keller. Also bei Town, um mal fair zu sein, wird immer noch gut sein, weil er eine richtig krasse Winrate hat. Aber. Hunters Talisman, Goldfunneling geht jetzt nicht mehr so gut. Das heißt, wenn ihr die Talisman oder Machete habt, kriegt ihr 10 weniger Gold pro Minion, was ihr kaputt macht, wenn ihr der Spieler mit dem meisten Gold im Team seid. Das heißt, seid ihr der nicht, meistens der Jungler ist nicht, könnt ihr immer noch Lanes abfarmen so ein bisschen. Solltet ihr das Ganze komplett ausgebaut haben, wird das entfernt. Johnny hat zwar gemeint in einem Cast mal, dass die Leute das trotzdem spielen werden, aber ich glaube, dass das Grund genug ist, das nicht mehr zu spielen. Goldfunding ist sowieso mal ein Rennen mit der Zeit und das nimmt dir echt viel Gold weg, bis du das Ding fertig hast. Aber gut. Ja, Teleport. Wird aktuell sehr, sehr viel auf ADKs gespielt. Ist also super nervig. Hat jetzt 60 Sekunden mehr Cooldown und wenn du es cancelst, ebenfalls 40 Sekunden mehr. Finde ich okay. Könnte mehr Toplane-Igniter werden. Ignite-Toplaner. Conqueror. Muss man einfach sagen, ist super stark. Die Rune viel zu stark. Schmerz natürlich, aber ja, weniger Damage im Early Game ist wichtig. Ghostboro ist jetzt so, dass ihr, wenn ihr in einen Busch reingeht, dann wird das euer. Dann wird er nicht automatisch gedroppt, sondern ihr kriegt den Ghostboro ins Inventar. Könnt ihn droppen und wenn ihr es ins gegnerische in Territory droppt, also gegenüber dem Fluss, dann bekommt ihr 5 bis 20 AP oder 3 bis 12 AD. Ne, Zombie Ward, wenn ihr einen Ward killt, kriegt ihr danach 30 bis 90 Bonus Damage auf die nächste Attacke. Und damit sind wir durch, meine Freunde. Es gibt neue Skins übrigens auch, beziehungsweise wurden die geteasert. Es sind Pool Party Caitlyn, Pool Party Gangplank und Pool Party. Weiß ich gerade nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Haut rein. Seht dazu. Zoe ist es. Poolparty Zoe. Ja, nennt mir gerne eure Meinung. Ich finde, es ist zu krass. Ich esse jetzt die Pizza. Auf Wiedersehen und tschüss.